Liebes Publikum von Bibliothek Hoch 3, Sie können leider im Moment nicht zu Veranstaltungen in unseren Bibliotheken in Bonn und in St. Augustin, Rheinbach kommen. Deshalb möchten wir Sie mitnehmen auf filmische Ausflüge zu besonderen Orten hier in der Region. Und Herr Meier Dörpinghaus von der ULB Bonn und wir haben uns etwas ganz Besonderes für Sie heute ausgedacht. Hallo Herr Meier, wie schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Kundmüller. Wir haben uns ja gemeinsam vorgenommen, dass wir mit dem Publikum von Bibliothek Hoch 3 und zu Gast auf dem Sofa einen kleinen Ausflug, einen literarischen Ausflug in die Rheinromantik machen wollen. Und ja, ich finde es toll, dass Sie unser professioneller Reisebegleiter auf dieser Reise sein werden. Sie haben sich ja für Ihr Buch am Zauberfluss sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, haben Orte erwandert, haben Geschichten berühmter Persönlichkeiten der Zeit, Künstler, Gelehrte nachgespürt. Und es ist ein sehr, sehr schönes, spannendes Buch dabei herausgekommen. Und wir haben uns jetzt heute hier auf der Insel Nonnenwert verabredet, weil diese Insel natürlich zu dieser damaligen Zeit auch eine Perle der Rheinromantik war, vielfach von Dichtern besungen, in Gemälden festgehalten. Aber sie hat auch den Superstar der damaligen Musik beherbergt. Franz Liszt hat hier seine Sommermonate verbracht. Und da bietet sich eigentlich an, gleich ein Einstieg in das Kapitel in Ihrem Buch, das von der Ankunft von Franz Liszt hier auf der Insel handelt. Es war schon lange dunkel, als ein hochaufgeschossener, hagerer Mann aus seinem Coupé stieg und sich in einem Nachen zur Rheininsel Nonnenwert übersetzen ließ. Dort stieg er in einem Gasthof ab, der sich in den Mauern eines ehemaligen Benediktinerinnenklosters befand. Unter dem Vorwand, er leide an Zahnschmerzen, setzte der Gast während der folgenden Tage keinen Fuß vor die Tür seines Zimmers. Dennoch sprach sich unter den Bediensteten der Herberge bald herum, um wen es sich handelte. Es war kein geringerer als Franz Liszt, der berühmte Klaviervirtuose. Kaum hatte er sich in seinem neuen Domizil eingelebt, stellte er die gewohnten Verhältnisse nonchalant auf den Kopf. Besonders die Eigentümerin von Insel und Gasthof konnte ein Lied davon singen. Margarete von Cordier berichtete in ihrem Tagebuch von jenen Tagen des Sommers 1841. Inzwischen weilt der bezeichnete Künstler auf Nummer 3, zerhämmert mein neues Instrument, hat in seinem Zimmer die einzig richtig gehende Uhr, einen Teil meiner liebsten Bücher und, oh Himmel, meinen mir liebsten, bequemsten Schreibtisch von Nummer 6. Aber Frau von Cordier konnte all das dem prominenten Gast keineswegs übel nehmen. Im Gegenteil, sie zeigte sich von ihm sehr beeindruckt. Liszt ist als Mensch hinreißend in seiner Konversation und verscheucht bei denen, mit denen er spricht, schnell und restlos jede künstliche Zurückhaltung, sodass sich in Wirklichkeit das Harmonische seiner hehren genialen Kunst auch auf den Menschen überträgt und von ihm auf seine Umgebung ausstrahlt. Reich beschenkt fühlte sich Frau von Cordier, wenn sie seinem Klavierspiel zuhören durfte. Oh, nun begann sein Spiel, oh, der herrliche Gott begnadete. Was andere in ihrer Fantasie nur geahnt, er drückte es aus in eigenem Selbstvergessen. Wir alle waren hingerissen und es ergriff mich seltsam und bedrückte mich, nach kurzem Träumen, nach Aufhören seines Spiels, mich in die prosaische Welt zurückversetzt zu sehen. Besonders Frauen gegenüber zeigte sich der Gast galant. Die jungen Damen hatten Liszts Stube mit Blumen und Laub geschmückt, ihm Vivat zugerufen. Er spielte ihnen vor und hat dann auch sogar im großen Saal mit ihnen blinde Kuh gespielt. Welche Wirkung der Künstler auf das andere Geschlecht im Rheinland ausübte, beschreibt ein Zeitzeuge,
der als ehemaliger Landgerichtskammerpräsident gewiss nicht im Verdacht steht, zu Übertreibungen zu neigen. Von dem fast an Wahnsinn grenzenden Enthusiasmus, namentlich der Damenwelt, sah und erfuhr man die unglaublichsten Dinge innerhalb und außerhalb der Konzertsäle. In diesen sah man die nervös aufgeregten jugendlichen und mittelalterlichen Schönen mit erhobenen Häuptern, flammenden Blicken und halb geöffneten Lippen in zitternden Bewegungen den Olympia anschauen und zujauchzen, wenn er ihrem oft gemarterten Lieblingsinstrumente wunderbare Töne entlockte. Und wenn er sich zur Abkühlung ein Glas Wasser hatte reichen und dies nicht bis zur Neige ausgetrunken hatte, so stürzten die engagierten Schönen am Ende des Konzerts zu dem Glase, um es an ihre Lippen zu nehmen und mit einem übrig gebliebenen Tropfen ihre Sehnsucht zu stillen. So geschah es auch außerhalb des Konzertsaals mit Wein- oder Teeresten aus Gläsern und Tassen, die seine nicht allen zugänglichen Lippen berührt hatten. Ja, bei einer Gelegenheit hatte eine Dame eine von Liszt halb gerauchte Zigarre erobert und trotz mehrmaligen Erbrechens mit eingebildetem Entzücken weitergeraucht. Bald schon hatte sich in der gesamten Region die Kunde von der Gegenwart des Genies herumgesprochen. Viele Freunde der Musik, ganze Chöre, Gesangvereine und Orchester stiegen auf Schiffe und machten in Nonnenwerth ihre Aufwartung, um dem Künstler zu hören, und es war ihnen eigentlich noch wichtiger als dies, ihm Kostproben ihres eigenen Könnens darzubieten. Bewimpelte Kähne der Bonner Musensöhne en masse, rief Frau von Cordier aus. Vor- und nachmittags kamen zahllose Züge und Kähne voll Menschen. Das ganze Eiland voller Gäste, der Garten prangte infolge aller brillanten Toiletten wie ein einziges Blumenbeet. Bald wurde es so eng auf Nonnenwerth, dass die Inseleigentümerin sich mit ihren drei Kindern auf das gegenüberliegende Rolandsecker Ufer zurückziehen musste. Mit Mühe und Not eroberten wir einen sicheren Platz, von dem aus wir unbehindert uns der allgemeinen Festfreude anschließen konnten. Ihren Höhepunkt erreichten die Feierlichkeiten am 21. Oktober 1841, dem 30. Geburtstag des Künstlers. Nachdem der Inselgärtner frühmorgens die Alleen gehakt und die Madonna in der Kapelle mit Efeu und einem Korallenhalsband geschmückt hatte, holte er den Jubilar mit einigen Kanonenschüssen unsanft aus dem Schlaf. Den ganzen Tag übernahm Liszt musikalische Honneurs entgegen oder beglückte das Publikum mit eigenem Spiel. Man überreichte ihm viele Geschenke, darunter 200 Austern, eine Leberpastete, mehrere Torten, eine Ananas, ein Ölgemälde, eine Börse, ein Thermometer und ein Medaillon aus Marmor. Besonders gerührt zeigte sich der Künstler, als ihm einer ungarischen Sitte gemäß ein Junge, der als Türke verkleidet war, einen Schweinskopf aus Marzipan überreichte. Schließlich schritt die Gesellschaft zum feierlichen Bankett unter freiem Himmel. Zum Beginn des Mahles kam nochmals der Gärtner zum Zuge. Er feuerte wieder einige Salven aus seiner Kanone ab. Dann setzte eine ganz in Weiß gekleidete Jungfrau dem Jubilar einen Lorbeerkranz auf den Kopf. Das von zahlreichen Reden begleitete Festessen wurde vor dem Dessert für eine besondere Zeremonie unterbrochen. Der Künstler pflanzte mit eigener Hand einen Platanensetzling in den Inselboden. Die Platane, von der wir gerade gehört haben, die steht direkt hinter uns. Wie alt ist sie jetzt? Oh, jetzt muss ich mal rechnen. Ich glaube, das war 1841, dass er die gepflanzt hat, also Franz Liszt, 160, 180. Fast 180. Ungefähr, ja. Und sie ist der höchste Baum auf der Insel. Also auch wenn man weiter weg steht von der Insel, sieht man als allererstes ganz oben die Platane. Ja. Und das ist, hat ja auch schon eine gewisse Symbolik. Ein wunderschönes Zeugnis von dem Aufenthalt. Gibt es noch mehr, was von dem Besuch hier übrig geblieben ist? Hat ja damals für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, hat den Tourismus auf der Insel angekurbelt. Ich weiß nicht, was kann man hier heute noch
Ich habe irgendwo gelesen, dass es so ein kleines Liszt-Museum bei den Nonnen gibt. Genau, das ist hier ganz in der Nähe, so ein kleines Museum. Da gibt es auch Schriftstücke aus der Zeit und auch die Handschrift, die damals Frau von Cordier hergestellt hat, so Tagebücher, Tagebucheintragungen über Besuch von Franz Liszt. Das war ja die damalige Inselbesitzerin. Ja. Und ansonsten gibt es ja die Kirche hier, da war er ja auch und da war auch damals viel los. Es gab einen Eingang oben für die Schwestern und unten fürs Volk, also das war schön getrennt. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sehen kann. Ja. Ja, und eben die Gebäude, das Ambiente, der Flair hier. Ja. Ich denke, vieles ist noch verändert worden. Ja. Aber es gab damals auch schon einen Inselgärtner, der ja an dem Tag der Feierlichkeiten sehr früh schon die Kanonen geschossen hat, sodass Franz Liszt aus dem Bett fallen musste und sehr unsanft geweckt wurde an seinem Geburtstag, als er auch die Platane gepflanzt hat. Also der Flair ist sicher noch da, obwohl sich natürlich sehr viel geändert hat mit dem Gymnasium auch hier. Absolut. Und Aber zu Franz Liszt Zeit, haben da auch Nonnen auf der Insel gelebt oder war das komplett in eine weltliche Herberge umgewandelt? Das war damals eine weltliche Herberge. Es wurde ja säkularisiert am Anfang des 19. Jahrhunderts und dann hat Preußen das Gelände versteigert und es wurde ein Hotelbetrieb, der sehr, sehr groß war oder groß sein sollte, aber der floppte und es gab ganz wenig Besucher. Ja. Es herrschte Enttäuschung, bis Franz Liszt kam und da füllte sich die Insel und da war dann eben der Besitzer oder die Besitzerin, die waren da heilfroh und erfreut. Es schien sich gelohnt zu haben, aber nur für kurze Zeit. Nur für kurze Zeit, aber das haben Sie ja sehr schön beschrieben, wie sich hier dann auch die Boote um die Insel gereiht haben. Ja, und es gab auch keinen Platz mehr. Also auch Frau von Cordier hat geschrieben, wir mussten da irgendwie am Ufer sehr weit wegstehen, um noch einen Platz zu erhaschen. Also selbst auf der Insel war kein Plätzchen mehr frei, selbst für die Besitzerin. So voll war das. Ja. Also doch durchaus schon ein richtiger Megastar, also wie man das heute auch erwarten würde. Ja, den wollten alle mal sehen, den wollten alle anfassen und viele wollten auch vor ihm spielen. Ja. Also man stelle sich das vor, man kommt so als Megastar und dann wollen alle vor einem spielen. Mhm. Also man stelle sich einen Fußballstar vor und dann will jeder mal vor dem kicken. Das ist natürlich auch ein zweifelhaftes Vergnügen für ihn. Aber er hat das mitgemacht. Er hatte eine unheimliche Geduld auch, eine unglaubliche Freundlichkeit. Mhm. Die hatte er immer, deshalb wurde er auch sehr, sehr geschätzt. Und er konnte diesen Rummel auch gut ertragen. Der Rummel war ja auch für ihn etwas Schönes. Das war auch Bestätigung. Das, was er eigentlich gewohnt war auch wahrscheinlich. Genau, ne? Er ist ja sehr viel rumgetourt. Genau, der hat ja durch alle Konzertsäle Europas über viele, viele Jahre getourt. Der hat ein sehr hartes Leben geführt. Der funktionierte wie ein Uhrwerk, hat nie Fehler gemacht in Konzerten. Hat kurze Nächte gehabt, hat viel Kaffee getrunken, Opium, auch mal Drogen, andere Drogen. Also er hat ein sehr radikales, auszehrendes Leben geführt. Aber es war natürlich für ihn auch eine große Bestätigung seiner Person. Aber er hat damals gemerkt, dass dieses viele Spielen auch irgendwie ans Ende kam und er wollte komponieren. Und das war ein ganz wichtiges Motiv, weshalb hierher er hingekommen ist, um endlich mal Ruhe zu finden, um zu komponieren. Er wollte auch einen neuen Stil prägen, das hat er dann ja auch gemacht. Ja. Das war ja auch nicht mehr nur romantisch, wie zum Beispiel Brahms, sondern seine Musik wurde auch anders. Aber es hat nicht ganz geklappt mit der Ruhe. Ja, es hört sich anders an. Aber er ist trotzdem auch dazu gekommen, dann Kompositionen zu schaffen hier auf der Insel. Genau, es gibt auch die Zelle vom Nonnenwehr. Das ist ein sehr schönes Klavierstück. Er hat einiges geschrieben. Er hat sich mit deutschen Texten auch auseinandergesetzt, mit Gedichten. Sein Kunstideal war ja, das geistige Wort auch zu vertonen. Er hat sich sehr viel mit Gedichten beschäftigt. Das hat er auch immerhin noch ein bisschen geschafft. Mhm. Aber ja, es wurde aber doch sehr unruhig. Er wurde auch eingeladen, woanders hin wieder. Er ist in andere Orte gefahren, hat dort wieder Aufführungen gemacht.
Und die Frau, die er hier treffen wollte, Marie, mit der er eigentlich in Ruhe sprechen wollte, musste dann feststellen, auch hier habe ich diesen Mann überhaupt nicht für mich haben können. Sondern der war wieder nur in der ganzen Welt und hat das Publikum zufriedenstellen müssen. Es war auch eine ziemlich schwierige Geschichte mit seiner Marie. Genau, die hatte er kennengelernt Jahre vorher. Er war sehr, sehr jung, junger, attraktiver Mann. Die haben sich in einem Salon kennengelernt in Paris. Sie war ja schon verheiratet, ein paar Jahre älter auch. Und die haben sich dann Hals über Kopf ineinander verliebt. Und das führte natürlich zu Problemen, besonders bei ihr und ihrem Ehemann. Und dann haben sie sich entschlossen, Hals über Kopf Paris zu verlassen und haben ohne Wohnsitz Jahre verbracht. Erstmal in den Alpen, da waren sie viel unterwegs, dann in Italien und haben so eine verrückte Liebe, Amour Fou, geführt. Und das war eine ganz, ganz wilde Zeit. Wurde das von der Gesellschaft toleriert, ein solches Modell? Ich glaube schon. Also die Romantik hatte ja auch ihren Sinn fürs Besondere, für das Extravagante. Mhm. Es gibt auch andere Figuren noch hier, die diese Extravaganz gelebt haben. Sibylle Mertens Schaffhausen zum Beispiel wurde toleriert für ganz bestimmte Menschen, die damit sehr, sehr stark in Erscheinung treten konnten. Aber für sie selber war das letztlich dann auch nicht zufriedenstellend. Der Franz Liszt ist dann auch immer wieder geflohen vor ihr und es wurde ihm dann auch zu nah. Und er ist dann nach Wien zum Beispiel gefahren, da musste er Geld einspielen zur Sammlung des Beethoven-Denkmals hier in Bonn. In Bonn hatten sie das nicht hinbekommen. Dann das Denkmal drohte zu scheitern. Da hat er gesagt, ich mache das jetzt für euch. Hat viel eingespielt. Ja, das Denkmal ist dann auch... Auch für den Kölner Dom? Ja, ja? Für den Kölner Dom auch. Genau. Also er war da immer sehr viel unterwegs, aber die Beziehung zerbrach dann. Ja. Ihr ging es auch sehr, sehr schlecht. Mhm. Sie hatte total die Schwermut, war allein auf dem Zimmer oft, in irgendwelchen italienischen Städten, hat sich nach ihm gesehnt. Und dann kamen die Meldungen über seine Beziehungen, die er dann noch so hatte. Da war er ziemlich aktiv. Und die Gerüchte kamen schneller zu ihr zurück als er selber. Und das musste sie sich dann auch anhören von Freunden, Verwandten, was denn der Franz Liszt da alles so anstellte in der ganzen Welt. Dann hat sie irgendwann mal gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist vorbei. Ja. Und in Livorno, in der italienischen Hafenstadt, hat sie sich dann die drei Kinder geben lassen, sie gezeugt hatten in diesen wilden Jahren. Die hatten sie nämlich ausgesetzt sozusagen. Die wurden in Obhut gegeben an verschiedenen Stellen in Italien und hat sich einschiffen lassen, hat sich dann dort verabschiedet. Mhm. Und dann hat er sein Leben weitergeführt, ist weiter durch die Konzertsäle Europas gezogen. Ja, und das zum Thema Superstar. Er war ein total verehrter Mann, aber er war ein ganz einsamer auch. Er war wirklich fürchterlich alleine, er konnte sich überhaupt nicht binden. Und diese Marie, das war eigentlich die einzige Frau oder der einzige Mensch, der er sich je nahe fühlen konnte. Und dann fiel es ihm auf nach einigen Jahren, das ist der einzige Anker, den ich eigentlich noch habe. Ja. Und er wollte das dann klären. Die Insel Nonnenwert ausgesucht, um das mit ihr hier zu besprechen, in aller Ruhe. Und was daraus geworden ist, das hören wir dann jetzt nochmal aus dem Buch. Gut, gerne. Auch in den folgenden Jahren blieb das Verhältnis zwischen Marie und Franz in der Schwebe. Weiterhin sandten sie sich Woche für Woche Briefe. Er wurde nicht müde, mit immer wieder neuen Bildern und Begriffen seine Zuneigung zu bekunden. Beharrlich hielt er an der Idee fest, Marie sei die Liebe seines Lebens, dabei verkennend, dass er selbst es war, der mit seinen häufigen Abwesenheiten und mit seinen Affären die gegenseitige Entfremdung vorangetrieben hatte. Dagegen klangen ihre Äußerungen weiterhin nach Abschied. In dem grausamen Kampf, den wir zwischen uns haben aufkommen lassen, hatte ich manchmal, ja oft, Unrecht. Unrecht vor allem, indem ich nicht mit ihren leiden wollte oder konnte. Der Ausdruck meines Schmerzes war oft heftig und rachsüchtig. Versuchen Sie, das alles nicht mit Ihrem Verstand zu richten, sondern es mit Ihrer Liebe zu entschuldigen,
denn schließlich habe ich vielleicht mehr gelitten als gesündigt. Da er die Distanz spürte, die aus solchen Zeilen sprach, wollte er Marie wiedersehen, um den Traum zu verwirklichen, der sie von Anfang an verbunden hatte: ein Leben in Einsamkeit. So suchte er einen abgeschiedenen Ort und fand die Insel Nonnenwerth, den Schauplatz der berühmten Sage von Roland und Hildegunde, jener Erzählung von der tragischen Unmöglichkeit einer großen Liebe. Ernst Moritz Arndt sollte den Ort kurze Zeit später in den Wanderungen rund um Bonn und Godesberg wie folgt beschreiben: Nichts geht an schönen Sommer- und Frühlingstagen über die eigentümlichen Reize einer stillen, dichterischen und schwermütigen Einsamkeit und jener leicht gewobenen Träume einer schwärmenden Fantasie, welche diese Bäume und Büsche und die zu beiden Seiten des Eilands immer lustig fortmurmelnden Wellen aus der lauschenden Seele hervorspielen. Marie weigerte sich zunächst, die Einladung nach Nonnenwerth anzunehmen. Fast 2 Jahre waren seit der bitteren Trennung in Livorno vergangen. Sie stand bereits mitten in ihrem neuen Leben, hatte den ehemals Geliebten mühevoll aus ihrem Herzen verbannt. Sie kannte ihn allzu gut, um sich falschen Hoffnungen hinzugeben. Außerdem sähe es, so schrieb sie ihm, doch nur aus, als ob ich ihnen hinterherlaufe. Er aber blieb hartnäckig. Wenn sie nach Nonnenwerth kommen, wird mein Stern von neuem leuchten für sie. Er suchte nach einer letzten Chance. Nonnenwerth wird entweder eine geweihte Stätte oder das Grab unserer Liebe sein. Sie ließ sich zuletzt doch überzeugen. So reisten beide im August 1841 auf unterschiedlichen Wegen an den Rhein, um sich auf Nonnenwerth zu treffen. Marie war von der Insel tief beeindruckt. Der Rhein beschreibe hier einen majestätischen Bogen zu Füßen des Siebengebirges, das den Drachenfels und Rolandseck überragt. 2 nebeneinander liegende Inseln breiten ihr weites Grün aus. Die eine, Grafenwerth, ist im Winter stets überschwemmt und ist nicht bewohnt. Die andere, Nonnenwerth, beherbergte einmal ein Frauenkloster. Die Schwestern waren durch Kriege und Revolutionen vertrieben worden. Ein Mann aus der Gegend hatte die Insel zu günstigem Preis erworben, sie in guten Zustand versetzt und eine Herberge eingerichtet. Aber Gäste blieben aus. Ich erhielt Unterkunft für einen Monat. Es war die frühere Wohnung der Äbtissin. Sie war geräumig mit einem Hauch von Größe. Man gelangte durch lange Flure dorthin. Eines ihrer Fenster öffnete sich zur Kapelle. Wenn die Äbtissin krank war, konnte sie von hier genauer oberhalb des Altars die Messe verfolgen und zugleich die Schwestern im Auge behalten. Das andere Fenster aber öffnete den Blick auf eine der schönsten Landschaften, die ich kenne. Nachdem der Rhein kurz geteilt wird, um unsere Insel zu umarmen, vereinigt er sich wieder zu Füßen des Drachenfelsens, der höchsten Erhebung des Siebengebirges. Auf seinem Gipfel erhebt sich traurig und stolz ein Turm. Efeu bedeckt seine brüchigen Mauern und in kraftvoller Trägheit trotz der immer noch den zerstörerischen Elementen, die schon seit Jahrhunderten an ihm rütteln. Sie lässt ihren Blick weiterstreifen über die roten Dächer von Rhöndorf und Honnef. Dann sieht sie zu ihrer Linken den Bogen von Rolandseck. Von beiden Seiten erwecken zahlreiche, in Terrassen angelegte Weinberge Bilder von Glück und Überfluss. Oft gleitet am Abend ein Nachen vorbei und der Wind trägt harmonische Akkorde zu uns hinüber. Das sind Stimmen, die im Chor die Volksweisen von Uhland, Rückert, Freilichgrad, Melodien von Weber und Mozart erklingen lassen. Die Musik durchdringt diese Gegend. Sie ist für den Menschen dieses Landstrichs wie ein zweites Universum, das er von Kindheit an atmet und das seiner Seele Leben verleiht. Wenn er fröhlich ist, singt er. Wenn er traurig ist, dann singt er. Wenn er liebt und wenn er hasst, dann singt er ebenfalls.
Auf der Insel lässt die Gräfin sich auf einen geheimnisvollen Pfad locken, der sie zu einer großen Wiese führt, wo sich in freundlicher Unordnung Pappeln, Lärchen, moosbedeckte Obstbäume, einige Rosensträucher und die Kapuzinerkresse im Kampf mit dem Unkraut finden. Ein alter, fast blinder Hund bellt unnachgiebig, so als sei ihm bewusst, welch unnütze Aufgabe er erfüllt. Besonders aber zeigte sie sich von der Abgeschiedenheit der Insel beeindruckt. Jeden Tag sehe ich von meinem Fenster aus 10 oder 12 Schiffe, die den Fluss hinauf oder herabfahren. Ihr Dampf verschwimmt in den Zweigen der Lärcheln und Pappeln. Keines legt je hier an. Das zurückgezogene Inselleben von Nonnenwerth hat nichts mit dem Rest der Menschheit zu tun. Über den Versuch von List und Marie Dagou, sich auf Nonnenwerth wieder näher zu kommen, ist schnell berichtet. Vom ersten Tag an fanden sich nicht nur Freunde und Schüler des Meisters auf der Insel ein, sondern auch zahlreiche Freunde der Kunst. Das machte es dem Paar unmöglich, sich in Ruhe zu begegnen und auszutauschen. Außerdem ging List wieder für Reisen und für Wochen auf Konzerte. Bad Ems, Köln, Düsseldorf, Koblenz, Frankfurt, Wiesbaden und Mainz standen auf dem Programm. Wieder machte Marie die Erfahrung, dass sie nicht zu ihm vordringen konnte. Wieder räumte er seinen musikalischen Vorhaben den Vorrang ein. In einem Brief an ihn kündigte sie an, sie werde abreisen und ihm künftig besser Freundin als Liebespartnerin sein. Von ihm dagegen das Übliche. Er bekannte seine große, immerwährende Liebe zu ihr. Er trug sich sogar mit dem Gedanken, die Insel zu kaufen, um hier eine gemeinsame Bleibe einzurichten. Sie dagegen arbeitete weiter daran, von ihm Abschied zu nehmen, setzte sich, wie sie es nannte, mit 10 Jahren der Illusion auseinander. In ihrem Tagebuch legte sie Rechenschaft vor sich selbst ab. Nach dem Tod ihrer Tochter habe sie den Glauben an Gott verloren und ihn durch ein prachtvolles Idol ersetzt, nämlich Franz Liszt. Mit ihm habe sie eine vollkommene Einheit erlebt, die aber für sie immer den Keim der Selbstaufgabe in sich barg. Alles kam mir aus ihm, alles ging aus mir zu ihm zurück. Über das, was sie jetzt im Sommer 1841 auf Nonnenwerth mit ihm erlebte, verlor sie nur wenig Sätze. Ich kam im August an und ließ mich dort in Einsamkeit nieder. Er bot mir Freundschaft und Ergebenheit an. Ich verweigerte sie. Durch Mut oder war es Dummheit, zerschlug ich erneut diese Verbindung. Nonnenwerth, das war für Marie das Grab meiner Träume, meiner Ideale, die Überbleibsel meiner Hoffnungen. Nach dem Abschied auf Nonnenwerth gingen Franz und Marie getrennte Wege. Sie begegneten sich nur noch bei wenigen Gelegenheiten. Ob sie jemals aufgehört hatten, sich zu lieben, oder ob ihre Liebe immer nur eine Illusion gewesen war, sie wussten es beide nicht. Marie sollte es nie gelingen, sein Bild ganz aus ihrem Herzen zu verbannen. Im hohen Alter schrieb sie: Ihm verdanke ich alles. Er hat mir eine große Liebe geschenkt. Er hat mich von Eitelkeiten befreit. Er hat mich brutal, aber heilsam von sich losgerissen. Auch Liszt blieb für den Rest seines Lebens weitgehend allein. Er nahm von der katholischen Kirche die sogenannten niederen Weihen entgegen, nannte sich AB und lebte zeitweise in Rom im Schatten des Petersdomes. Im hohen Alter äußerte er sich nochmals über Marie Dagou. Seiner ersten Biografin Lina Rahmann diktierte er: Sie war eine schöne, sehr schöne Erscheinung, eine Lorelei. Schlank, vornehm in ihrer Haltung, bezaubernd graziös und doch gemessen in ihren Bewegungen, dazu ein stolz gehobener Kopf mit einer Fülle blonder Locken, die fließendem Golde gleich über ihre Schultern wogten, ein regelmäßig klassisches Profil, das mit dem modernen Hauch von Träumerei und Schwermut auf ihrem Gesicht in seltenem und interessantem Kontraste stand.
List begriff nicht, warum sein Verhältnis zur Gräfin zerbrochen war. Als er auf sein Leben zurückblickte, wurde ihm bewusst, dass die Pilgerjahre ihm die einzige Ahnung von Glück geschenkt hatten. Alles andere, der Ruhm, die Musik, die Konzerte, die Affären, gerann ihm in der Erinnerung zu einem Nichts. Als Marie im Jahre 1876 starb und er davon erfuhr, schrieb er an seinen Schwiegersohn: Die Erinnerung, die ich an Madame d'Agoult bewahre, ist ein schmerzhaftes Geheimnis. 10 Jahre später verschied auch er in Einsamkeit. Seine Platane überragt heute auf der Insel Nonnenwert alle anderen Bäume. Ein trauriges Ende dieser großen Liebesgeschichte, aber wie wir schon besprochen haben, sehr mutiger Lebensentwurf. Also die Romantik hat so etwas toleriert, war in dem Sinne fortschrittlich. Ja, die Romantik hat so einiges, was man heute, glaube ich, auch positiv sich noch mal anschauen könnte. In dem Buch geht es ja auch um viele mutige Frauen, Emanzipation der Frau, aber es geht auch um Entwürfe, Lebensentwürfe, die sehr, sehr mutig sind. Es geht darum, auch Widersprüche zuzulassen, das Irrationale zuzulassen. Das sind alles Themen, die heute auch wieder sehr, sehr aktuell sind. Ja. Ja, mich hat auch sehr beeindruckt, also die Landschaftsschilderung in dem Buch, die Menschen haben sich zu Fuß fortbewegt, haben die Landschaft ganz nah gespürt. Auch das etwas, was man sich vielleicht wieder stärker wünschen würde, einen stärkeren Bezug in unserer Zeit. Herr Meyer, wie sieht das aus? Kann man dem denn noch so ein bisschen nachspüren, obwohl es ja jetzt wahrhaftig nicht mehr so idyllisch hier ist, wie wir auch hören können? Ja, ich glaube schon. Wichtig wäre, dass man das Klischeehafte an der Romantik und der reinen Romantik mal wegnimmt oder beiseite lässt und sich erinnert an die Menschen von damals, die wirklich auch eine ganz andere Radikalität hatten. Für die kam es wirklich drauf an. Die haben ihr Leben auf diese Karte gesetzt, waren Künstler. Und ich denke, dass auch heute noch, wenn man sich Zeit nimmt, das Rheintal oder auch das Wandern im Rheintal was ganz, ganz Besonderes sein kann. Denn wer wandert, nimmt sich ja Zeit. Ja. Das ist etwas, was uns heute immer weniger gelingt. Insofern kann es auch Inspiration sein, finde ich, für heutige Lebensentwürfe. Herr Meyer, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen kleinen Exkurs in die Rheinromantik. Und wir beide gehen jetzt ins laute 21. Jahrhundert zurück. Das müssen wir. Danke. Bitte.